Wenn man jetzt quasi alles fertig gebaut hat und dann ein bisschen Ästhetik, warum nicht? Es ist so selten, dass ich Stufe 3 Bergwerke oder selbst Stufe Das 2 Gebäude ist Bergwerke nun ausgebaut. benutze. Das ist so, brauche ich gar nicht so oft. Weil über das lange Ressourcensammeln und so weiter reicht meistens Bergwerk 1, weil meistens ist es ein Tempo, was ich mir aussuchen kann und so. Aber ja, es ist schon eine ganz nette Sache. Ich spiele auch übrigens mit den Gedanken, Multiplayer zu machen, weil das ja schon mal vorgeschlagen wurde, also jetzt hier von Siedler. Es ist Zahltag. Und da es ja jetzt keine weiteren Teile von Siedler gibt, die jetzt unbedingt hier in das Schema reinpassen wie hier, wäre es ja durchaus eine Das Alternative, ein Gebäude paar ist Runden nun davon zu ausgebaut. machen. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber Wenn es ich gibt alles noch einrichten kann und so obdachlose weiter und so Siedler. fort. Aber da gibt es ja bestimmt auch Foren und so weiter und so. Und dann mal Ich habe schauen. Ich werde wahrscheinlich Perlmutter-Gebäude ein bisschen Ausbau erst abgeschlossen. ablosen, weil das wird eine eingeschworene Gemeinschaft sein nach so langer Zeit und die werden auch schon wissen, wie, wo, was zu tun ist. Also mal schauen. Das kann ich mir schon ziemlich gut vorstellen. Fertig, Meister. Wenn's denn sein muss. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. So, damit bekommen wir auch neues Schwefel. Das kann ich. Und die könnten wir jetzt hier auch noch ein bisschen erkunden Wird lassen. gemacht. Vielleicht finden wir noch ein paar Wölfe und dann mal sehen. Ich habe hier oben eigentlich noch gar nicht hier den anderen Weg erkundet, wo der lang führt. Den gibt es ja auch noch. Müssen wir mal schauen, hier sind bestimmt auch wieder ganz viele Wölfe. Und dann mal sehen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Ausbau abgeschlossen. Ja. Das kann ich. Jawohl. Sofort. Gern. Es ist Zahltag. Das kann ich. Nope, nicht viel los. Wo lauft ihr denn hin? Ach so, die kommen hier raus. Okay. So, da könnt ihr hier das Schwefel abbauen. Ja, und hier war jetzt nicht so viel. Na gut, dann lasse ich die lieber hier in der Stadt, falls noch was Überraschendes kommt und dann mal sehen, was dann passiert. Es regnet. Ja, es regnet. Ausbau vollbracht. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. In der Kampagne bin ich eigentlich auch nie da wirklich dazu gekommen, alle Forschungen zu machen, oder? Nur wenn ich jetzt so zwischen Bauphasen Sprung gemacht habe, eventuell. Aber ansonsten geht das ja eigentlich recht fix. Tja, das ist... Ach, hier sind die Händler aufgetaucht. Ja. Oh, hier ist eine Truhe. Ja, ist gut. Muss man sich natürlich auch anschauen. So. Können ja wahrscheinlich die Armbrustschützen nochmal. Nee, ich brauche ja erst Zitadelle. Wir haben ja jetzt Stein. Also aufrüsten. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt.
Eine neue Technologie ist erforscht. Ach, Mann, ey. Die Sonne kehrt zurück. Es wird Sommer. Aber ich frage mich eigentlich, warum jetzt keine weiteren Händler groß aufgetaucht sind. Betrachtet die Sache als erledigt. Ich meine, es war einmal, aber dann irgendwie auch nicht wieder. Wie ihr wünscht. Ich habe auch langsam das Gefühl, dass diese Truhen irgendwie zeitbasiert sind. Oder irgendwie sowas. Wenn ihr meint. Weil in manchen Runden mal war was drin, mal nicht. Ja. Also hängt es wahrscheinlich wirklich davon ab, wann man die entdeckt. Oder? Oh, komm schon. Eine neue Technologie ist erforscht. Die Chance relativ hoch ist, wenn man jetzt länger aufnimmt und so weiter, dass auch die Chance halt immer größer ist, dass in der Zwischenzeit jemand anruft oder so. Jawohl. Das ist doch jetzt schon ein bisschen Pech. Zweimal hintereinander. Ach schau, der kommt hier hoch. Tatsache. Der kommt hier hoch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Eine Höhle? Nee. Wird gemacht. Aber es scheinbar Zimmerkunden gemacht. Ansonsten hätten die ja hier noch nicht so viel Sachen draufgesetzt. Gut. Erkunden wir weiter das Gebirge. Wie ihr wünscht. Jawohl. Schick. So, der Kundschafter, ja, der läuft da. Und verdammt, scheiße. Einer eurer Verbündeten wird angegriffen. Bis in den Tod. Wir erledigen das. Ups, der wird angegriffen. Willst du mich auf den Arm nehmen? Genau, ah, das ist... Ah. Wir spawnen einfach mal Truppen neben denen. Ach nee. Ja, okay. Das ist so fies. Ich meine, klar, es stand da, hier bewacht den Boden und so weiter. Aber, ja, okay. Vielleicht war es auch wirklich meine Schuld, weil die haben gesagt, bewacht den Boden, den Boten, weil... Der muss hier durch und so weiter. Und der wird natürlich angegriffen. Okay, aber... Verdammt, die sind direkt neben dem gespawnt. Ach, das ist doch zum Ärgern. Na gut, ich denke mal, ich... Sind jetzt hier auch noch Feinde gespawnt? Nee. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Oh nein, ihr habt das Spiel verloren. Das habe ich in dieser Kampagne leider zu oft gesehen. Das Zeichen. Ach nee. Sofort. Pilgrim ist schon wieder hier. Ja, ich hab... Ja, die laufen schon hier hoch. Ich hab das, gemacht. Wird erledigt. Aber gern. Ja, so, ich hab hier nicht hingesetzt, weil hier immer die Feinde kommen. Und deswegen das immer kaputt macht. Natürlich. Ja, okay. Ich denke, ich mache hier dann einfach mal einen Katzensprung. Und gehe zu dem Stand hin, wo wir waren. Und dann sehen wir mal weiter. Meine Güte. Aber hier wirklich, hier der Text. Ups, der Bote wird angegriffen.
Das ist wirklich einfach nochmal so von den Spielemachern. Hey, wir haben dich jetzt reingelegt und so weiter und so fort. Weil hier war nichts, da war noch kein direkter Zweit-Spawn-Überfall, aber hier legen wir dir nochmal eine Falle. Ja, das kommt davon, wenn man nachlässig ist. Okay. Okay, also dann sage ich mal ciao und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann wahrscheinlich hier am Ende des Dorfes wieder, wenn der Bote hier gerade vorbeikommt, und dann werde ich hier alles abgesichert haben. Also dann, bis zum nächsten Mal.